Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Game of Thrones. Seht's hier. Ich habe es eigentlich schon mal gespielt. Die Aufnahme wurde aber leider nichts, weil mein Sprachprogramm nicht so wollte wie ich, also das, was meine Stimme aufnimmt. Von daher kann ich das jetzt alles nochmal spielen. Macht aber nichts, weil es macht eigentlich relativ viel Spaß. Die Kämpfe sind ein bisschen blöd. Ihr seht es auch hier unten bei Auswählen steht ein A. Also das heißt, ich spiele es mit dem Xbox 360 Controller, was wesentlich einfacher ist als alles andere. Das Spiel soll da laut Kritiken nicht so gut sein, aber spielt halt im Game of Thrones Universum, was jetzt nicht so schlecht ist. Ich werde die Namen jetzt alle mal deutsch aussprechen, weil ich wirklich nur die Serie auch auf Deutsch gesehen habe, beziehungsweise bis zur dritten Staffel irgendwo. Da habe ich dann, glaube ich, aufgehört, weil dann fehlt auch irgendwann die Zeit und so gefesselt hat es mich dann doch nicht. Was nicht heißen soll, dass die Serie schlecht ist, die ist super. Ja? Aber wie bei jedem Hype kann ich den nicht so ganz verstehen. Aber was soll's. Das wird auch mein erstes Let's Play, wo ich weder an- noch abmoderiere, außer jetzt und ganz am Schluss des Spiels. Das macht mir das Schneiden ein bisschen einfacher. Dann muss ich nicht andauernd gucken, ja, kann man jetzt hier einen Cut setzen und. Also von daher, das ist beim Rollenspiel eigentlich ein bisschen doof. Und so ein bisschen den Spielfluss raus, und das will ich hier jetzt nicht so haben. Von daher, seht ihr ja, wie lang die Folgen so werden. Trotz allem kommen täglich Folgen raus, hoffe ich. Also ich hoffe, dass ich das auch über den Sommer überschaffe. Aber ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an und gucken, wie der fulminante Einstieg so sein soll hier. Glaubt mir, es wird fast einer. So, neues Spiel starten. Ja. Normaler Schwierigkeitsgrad, konzipiert für Spieler, die bereits mit Rollenspielen vertraut sind. Da ich hier gerade in diesem Spiel, das du kannst hier auch so zwischen zwei Leuten wechseln und dann kämpfen und so weiter, finde ich ein bisschen merkwürdig gelöst. Ist jetzt nicht so meins, deswegen. Ich habe bisher jetzt immer auf Ritter gespielt. Das war zu schaffen. Ohne Mist. Aber damit mir der Spaß nicht flöten geht, nehme ich Knappe. Wenn mir das irgendwann zu blöde wird, zu wenig Herausforderung bietet, gehe ich auf Ritter. Das kannst du jederzeit im Spiel ändern. Also von daher nehmen wir den Knappen. Ein Lord sind wir ja nicht. Auf der Suche nach einer Herausforderung sind wir ja eigentlich, aber das kriegen wir auch mit dem Knappen hin. So, dann starten wir. Das Jahr 298, Westeros, Reich der Sieben Königslande. Die Welt hat sich gewandelt. Das Feuer der Königslinie der Targaryen ist nach Jahrhunderten der Herrschaft über die Sieben Königslande erloschen. Robert Baratheons Rebellion hat die meisten großen Häuser unter einem Banner vereint und damit den Fall der Targaryen herbeigeführt. Daher bestieg er vor 15 Jahren den Eisernen Thron und wurde Lord der Sieben Königslande. Weit entfernt von den Machtspielen und politischen Intrigen, weit im Norden, wo der Winter niemals zu enden scheint, teilt eine Grenze den Kontinent in zwei, die Mauer. Die Nachtwache hütet sie seit Tausenden von Jahren und schützt das Reich um jeden Preis vor Angriffen der Wildlinge und anderen Bedrohungen jenseits der Mauer. Die Gefahr ist allgegenwärtig, die Kälte bitter und der Tod süß für jene, die fallen. Es gibt Zeiten, in denen selbst der tapferste Krieger aufgibt und versucht, der weißen Hölle zu entkommen.
wusste, dass er dich schickt, Maus. Verdammter Mormont, du musstest es sein, nicht wahr? Es ist vorbei, alter Bruder. Du weißt, dass die schwarze Festung auf dich wartet. Tot oder lebendig. Warum lässt du mich nicht entkommen, der alten Zeiten willen? Wir sind doch Brüder. Du hast uns mit deiner Flucht verraten, mein Freund. Es ist meine Pflicht, dich zurückzubringen. Du weißt, es gibt nur einen Weg, die Nachtwache zu verlassen. Tut mir leid, Moss, aber du lässt mir keine Wahl. Oh, verdammt! Kapitel 1. Morgs. Heute. 15 Jahre. 15 lange Jahre sind vergangen, seit ihr eure Familie und euer Land verlassen habt, um die eisigen Lande der Mauer zu durchwandern, das alleinige Bollwerk gegen die aus dem Norden aufziehende Dunkelheit. Ihr habt das Verbrechen begangen in einer Welt, die aufgeteilt ist in jene, die befehlen, und jene, die gehorchen, rechtens zu handeln. Dafür wurdet ihr vor die gleiche Wahl gestellt wie alle Kriminellen und Verräter im Reich. Tod oder das Leben im Exil in der Nachtwache. Aber wäre der Tod nicht eine viel angenehmere Wahl gewesen als ein Leben voller Entbehrungen und Gewalt? Alle haben diesen trostlosen, im ewigen Winter verlorenen Ort vergessen. Die Mauer entzieht jenen, die sie patrouillieren, langsam jeden Funken Leben und stiehlt ihren Seelen den letzten Rest Wärme. An diesem düsteren Tag, nachdem ihr einen Deserteur aufgespürt habt, kehrt ihr an den Ort zurück, den ihr euer Zuhause nennt. Das Hauptquartier der Nachtwache, die Schwarze Festung. Morgs Westport. Unser Charakter. Ihr spielt Morgs, einen Grenzer der Nachtwache, der militärischen Einheit, die die enorme Mauer beschützen und instand halten soll, die das Reich der Sieben Königslande von der Wildnis im Norden trennt. Ihr werdet von eurer bewegten Vergangenheit gequält, ihr seid ein Veteran und Held der Rebellion Robert Baratheons, durch die alte Ordnung auf den Kopf gestellt wurde. Damals hintergingt ihr jedoch euren Herrn und musstet infolgedessen eure Familie und eure Heimat zurücklassen, um an der Mauer zu dienen, weit weg von der wärmenden Liebe eurer Frau und eurer Tochter. Ja, mies. Sehr mies. Der Lehnsritter. Schwere Rüstung. Geht direkt in Kampf. Wäre schon Kampfrausch. Huch, nein, das wollen wir nicht. Lehnsritter. Freier Ritter. Erfahrener, zäher Kämpfer. Kann alles. Schwere Rüstung, Beherrschung, den hatten wir schon hier. Äxtehammer, nee, das ist raue Gewalt und so ist doof. Lehnsritter. In den Kriegskünsten bewandert und verfügt über ein enormes strategisches Wissen. Mehr defensiver als. Nee, ich glaube, der ist am ausgewogensten. So, ich mache das immer so, dass ich hier erstmal alles gleichmäßig verteile. Dann später gucke, was mir besser liegt. Genauso das gleiche. Das sind ja, Schaden, Flächenunterbrechung. Gar nicht so schlecht. Und hier die Vernichtung. Die müssen wir ja nehmen, damit wir die beiden überhaupt auswählen können. So. Schwerter. Wir kämpfen gerne mit Schwertern. So. Da packen wir trotzdem was dazu. Na, machen wir mal so. Na, Streitkolben eher weniger. Will ich eigentlich. Na komm, so, kann ja nicht schaden. Stangenwaffe, nee, eigentlich nicht. Mit Stangenwaffen will ich nicht kämpfen. Und die schwere Rüstung kriegt noch ein bisschen was. So. Ich sag mal, Äxte sind ja auch immer ganz nett, ne? So. Dann haben wir noch. Komm, zu den. Ja, oder zur Rüstung. Rüstung ist auch nicht schlecht, ne? Richtung. So. Heilkunde ist immer gut. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen weiß ich, was ich hier möchte. Da hatten wir auch den Abenteurer. Also Beutebonus haben wir dann. Heilkunde können wir haben mehr Lebenskraft. Und zusätzliche Kampfpunkte. Dann hatten wir hier. Was hatten wir hier dann alles genommen? Nee, die großen dann nicht. Ich glaube das. Halbe Portion. Das ist doof. Kollabierte Lunge.
Damit können wir auch leben. Schon mal was wegen? Nee, ne? So. Sehr gut, dann können wir weiter. Schwarze Festung. Es hat sich seit unserem ersten Tag nichts geändert. 15 Jahre. Erinnerst du dich, Mons? Wir waren damals so stark. Weißt du, ich habe wirklich mal an die Mission der Nachtwache geglaubt. Du hast dich verändert. Ich hätte nie gedacht, dass du uns verraten würdest. Tja, du hast dir schon immer die falschen Freunde ausgesucht. Kaum warst du hier, hast du schon die Schädel von drei Brüdern eingeschlagen. Ich war nicht der Einzige, wenn ich mich richtig erinnere. So bin ich. Ich denke nicht über die Folgen nach, wenn ich austeile. Schaut mal, Jungs! Mors hat endlich diesen Wurm Gorol zurückgebracht. Einige haben gegen dich gewettet, aber ich wusste, du schaffst es. Muss eine ganz schöne Jagd gewesen sein. Gorol weiß, wie man seine Spuren verwischt und wie man ein Schwert benutzt. Ich kenne dich seit 15 Jahren, aber ich hatte einen kleinen Funken Hoffnung, dir und deinem Köter zu entkommen. Aber lieber so, als von einem kleinen Scheißer wie dem hier gefasst zu werden. Halte deine Zunge im Zaum! Das ist nicht, was deine Mutter letzte Nacht gesagt hat. Ich werde dir Respekt beibringen! Genug! Fass ihn nicht an! Mit deiner Klinge in seiner Hand hättest du nicht die geringste Chance gegen ihn. Sag mir, wo ist Mormont? Der Lord Kommandant steht auf dem Platz mit den neuen Rekruten. Sie haben gerade ihren Eid abgelegt. Ah, also sind sie jetzt eingeschworene Brüder der Nachtwache. Narren. Jetzt kannst du gleich ein Exempel statuieren. Nicht wahr, Mons? Mors, du hast diesen Verräter zurückgebracht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ich habe getan, was ich tun musste, Lord Kommandant. Deine Bescheidenheit ehrt dich. Rekruten, hört mir zu. Mors hier ist unser bester Fährtenleser. Da ihr nun eingeschworene Brüder der Nachtwache seid, wird er euch zu Grenzern machen. Er ist gerade von einer sehr heiklen Mission zurückgekehrt. Er hat Gorold aufgespürt, der den Weg eines Feiglings genommen hat und desertiert ist. Im Namen der Nachtwache danken wir dir, Mors. Ich weiß, wie schwer es für dich gewesen sein muss, Jagd auf einen Freund zu machen. Schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann, die Ehre der Nachtwache über allem. Na komm. Das muss man selbst erlebt haben. Sag mir, Mors, sehe ich da etwa eine Träne? Natürlich nicht. Der Schlechter bleibt sich immer treu. Moment, ich sehe hier nur vier. Was ist mit dem fünften Jungen passiert? Habt ihr noch einen verloren? Er hat recht. Was ist geschehen? Jemand hat ihn letzte Nacht angegriffen. Meister Aemon kümmert sich im Moment um ihn. Einer unserer Brüder hat seinen Eid auf schäbigste Weise gebrochen. Der Verräter hat den armen Jungen dann zusammengeschlagen und ihn im Schnee mehr tot als lebendig zurückgelassen. Verdammt! Ich schwöre, ich werde dem Schwein bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Leider wissen wir nicht, ob der Junge seinen Angreifer wiedererkennen wird. Oder ob er überhaupt überlebt. Zu schade. Der Bengel war gewiss ein hübscher Junge. Zart wie eine Jungfrau. Schade, dass er mir nie über den Weg gelaufen ist. Unglaublich. Na komm, so ein Schwein, naja. Du wirst deinem Ruf gerecht, Gorold, nicht wahr? Du kennst mich. Ich versuche immer für einen Lacher gut zu sein. Schweig, Verräter! Jedes Mal, wenn ich über einen Deserteur urteile, befällt mich ein bitteres Gefühl des Scheiterns. Als Lordkommandant der Nachtwache ist es meine Pflicht, aus euch wahre Brüder zu machen. Heute Morgen wart ihr noch Fremde. Aber jetzt habt ihr alle geschworen, den Eid zu ehren. Einige kommen zu uns als Ritter,
die ihre Pflicht erfüllen. Andere als Verbrecher, gezwungen, sich zwischen dem Galgen und der Mauer zu entscheiden. Sobald ihr das Schwarz anlegt, ist eure Vergangenheit Geschichte. Ihr müsst euch von alten Treueschwüren lossagen, eure Familie und Freunde vergessen. Es gibt sie nicht mehr. Keine Frau, keine Kinder, kein Land. Alles, was zählt, ist die Verteidigung der Mauer und des Reiches. Wir sind euer einziges Zuhause. Wir sind eure Pflicht. Wir sind eure neue Familie. Die einzige, die jetzt zählt. Vor mehr als 8000 Jahren, während der langen Nacht, war die Menschheit beinahe verloren. Unsere Vorfahren erbauten dann die Mauer, die ihr hinter uns seht. Dieses massive Bollwerk aus Eis ist 700 Fuß hoch und teilt den Kontinent in zwei Hälften. Es schützt das Reich der sieben Königslande vor den Gefahren jenseits der Mauer. Die Mauer zu verteidigen ist unser Zweck, unsere Pflicht. Die Nachtwache erfüllt diese Aufgabe zuverlässig seit Jahrhunderten. Generation auf Generation. Wildlinge, Kälte, Wind und Ehrlosigkeit. Dies sind eure Feinde, selbst mitten im Sommer, so wie jetzt. Wir haben alle unseren Eid vor den Göttern geleistet, welche Götter dies auch sein mögen. Falls ihr Verrat an euren Brüdern übt, falls ihr diesen heiligen Eid brecht, in allen sieben Königslanden von Westeros würde euch nur eine Strafe erwarten. Der Tod. So, Gorold hat unseren Eid gebrochen. Diesen Moment sollen sie nicht vergessen, genug des Geredes. Komm. Ich habe an dich geglaubt. Du warst ein eingeschworener Bruder. Du hast desertiert und hast mich verraten. Du hast uns alle verraten. Deine Brüder sowie deine Pflicht gegenüber den sieben Königslanden. Von nun an wird man sich an dich nur als einen weiteren Kopf erinnern, der als Warnung für andere abgehackt wurde. Ich wusste, du würdest es niemals verstehen. Ich hoffe aufrichtig, dass du dich niemals in meiner Lage wiederfindest, Mors. Gorold war für beinahe 15 Jahre ein Bruder der Nachtwache. Aber das hat keine Bedeutung. Er wird wegen Desertierens hingerichtet. Über unsere Aufgabe hinaus existieren wir nicht. Deine letzten Worte, Deserteur? Nach all den Jahren hier habe ich vergessen, was Wärme ist. Die Kälte hat mir die Erinnerung daran geraubt. Lacht ruhig beim Anblick eines elenden Deserteurs. Aber eines Tages werdet ihr vielleicht das Gleiche tun. Ihr werdet es nicht länger ertragen und alles tun, um wieder zu leben. Wenigstens habe ich es versucht. Los, Mors, und mach es richtig. Lebe wohl, alter Bruder. Lebe wohl, mein Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Der Mauer leben und sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Willkommen bei der Nachtwache. Mors, nimm Ronet, Poddy, Keltiger und Patrick und stell eine Patrouille zusammen. Sorge dafür, dass sie ein bisschen weniger nach Sommer riechen, bevor der Winter kommt. In Ordnung, hör zu. Da ich euch beibringen muss, an der Mauer zu überleben, möchte ich sehen, was ihr mit einer Klinge in der Hand könnt. Versammeln auf dem Exerzierplatz.